Nee. Wer von Ihnen hat schon mal von einem MOOC gehört? Der kann sich jetzt mal melden. Oben rechts im Menü zu Wort melden. Ja, die Anja sehe ich so. Es sind schon einige, aber viele noch nicht. Ach Gott, das ist auf jeden Fall mehr, als ich im letzten Präsenzauftakt vor mir hatte. Da hatte nämlich noch niemand von MOOCs gehört. Gut, ich hoffe, dass ich die MOOCs schon sehr gut kenne, nicht zu sehr langweile. Es wird auch nur eine kurze. Es wird auch nur eine kurze Einführung. So. Ja, es ist also, wenn man einmal anfängt, sich mit MOOCs zu befassen, dann springen die einen geradezu permanent an. Es handelt sich tatsächlich um einen ziemlichen Hype im Bereich des Lernens mit neuen Medien. Im Horizon Report, der immer aktuelle Trends und kommende Trends versucht aufzuspüren und zu klassifizieren, gilt MOOCs als ein Trendthema, das im Zeithorizont von einem Jahr oder weniger virulent und prägend wird. Also das ist quasi sofort mit Auftauchen da gewesen. Wenn Sie in die Zeitung gucken, wir haben hier unten was ein bisschen ein paar Bilder zusammengestellt. Die Zeit hat eine große Beilage gehabt, Uni für alle, wo es um MOOCs ging. Wenn Sie jetzt in die aktuelle Taz vom Wochenende zum Beispiel schauen, finden Sie eine ganze Seite über Iversity, das ist eine deutsche MOOC-Plattform, die an diesem hier gelb im Bild erkennbaren MOOC Production Fellowship des Stifterverbands für die Wissenschaft beteiligt war. Also MOOCs sind zumindest im Bereich von Bildungstechnologien in aller Munde. So, was heißt eigentlich MOOC? MOOC steht für Massive Open Online Course und das bedeutet im Einzelnen, Massive zunächst einmal dass es für eine unbegrenzte Zahl an Teilnehmenden offen ist, wobei das bei einigen Formen auch dann schwer zu handeln wäre. Es gibt aber MOOCs mit über 100.000 Teilnehmern, also das ist durchaus möglich. Ab wann ein Kurs überhaupt als Massive gelten kann, also wir sind ja nun wir haben uns ja Open Online Kurs genannt, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, dann eventuell nicht massive zu sein mit unseren Studierenden und externen Teilnehmenden. Im Allgemeinen rechnet man damit nach der sogenannten Dunbar-Zahl. Das ist ein Anthropologe, der festgestellt hat, dass ich glaube, Primaten maximal 150 sozial, oder? Maximal 150 Sozialkontakte gleichzeitig aufrechterhalten kann. Und deshalb ja, richtet sich diese Einteilung eines Kurses als massive an dieser Zahl, wenn diese Grenze überschritten wird im Allgemeinen. Open bedeutet, dass der Kurs offen zugänglich ist. Das bedeutet, dass man teilweise nach Registrierung, aber eigentlich also häufig auch ohne Registrierung, alle Materialien, alle Informationen, alle Diskussionen offen im Netz verfolgen kann. Und das höchstens für Zertifizierungen Gebühren anfallen. Online bedeutet, dass sich der gesamte Kurs im Internet bewegt, im World Wide Web, mit allen Ressourcen und allen Teilnehmeraktivitäten. Und Kurs bedeutet, dass es sich bei dem Ganzen um ein Kursformat handelt. Das heißt, es gibt eine bestimmte Struktur, es gibt Dozenten, die dann teilweise eher als Gastgebende, wie in diesem Fall hier bezeichnet werden. Ja, und es gibt einen Anfang und ein Ende, also es gibt eine gewisse Kursstruktur. Seit der Durchführung des ersten MOOCs 2008 haben sich grob gesagt, zwei große Stränge von MOOCs entwickelt. Zum einen die X-MOOCs und zum anderen die C-MOOCs. Wenn jetzt in diesem aktuellen MOOC-Hype fast alle dieser Beispiele, die ich vorhin vorgestellt habe, bei denen handelt es sich meistens um X-MOOCs, also das ist der ganz große Hype.
weil das sehr viele Teilnehmer teilnehmen können und weil hier auch die ersten Geschäftsmodelle jetzt entwickelt werden. Das X steht für Extension. Das liegt daran, dass es sich ursprünglich um normale Seminare handelte, die quasi online gestellt worden sind. Und Harvard hat all diesen Online-Seminaren ein X vorangestellt, für was für Extension steht. Dieser Kurs entspricht, also ein X-MOOC entspricht im Wesentlichen einer Online-Vorlesung. Die werden sozusagen aufgezeichnet und sind online abrufbar. Es gibt dann Arbeitsaufgaben, Quizzes und Online-Tests, mit denen dann auch große Teilnehmermengen zertifiziert werden können. Hier unten sehen Sie noch aufgelistet die großen Anbieterplattformen, auf denen Sie X-MOOCs finden können. Da können Sie sich gerne auch mal selber noch umsehen, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Was wir hier machen, ist ein C-MOOC. Wir versuchen es zumindest. Das C steht für Connectivist MOOC. Das heißt also ein MOOC, der dem Ansatz des Konnektivismus verpflichtet ist. Darauf gehe ich gleich noch kurz ein. Die Teilnehmenden werden hier, so zumindest das Ideal, selber zu Gestalter und werden eher zu Teilgebenden. Das bedeutet, dass die Materialien, die wir einstellen, die Strukturen, die wir vorgeben, auch die Aufgaben, die wir vorgeben, nie Vorschriften sind, sondern eher als Anregungen aufgenommen werden sollen oder auch nicht. Und die Ausgestaltung liegt damit auch mit in der Hand der Teilnehmenden. Das heißt, hier ist eine große Bandbreite an Aktivitäten möglich. Es ist auch eine große Freiheit in zum Beispiel der Auswahl der Tools, mit der die Teilnehmenden sich beteiligen. Die Lernziele und auch die Lernwege können von den Teilnehmenden selbst definiert und festgesteckt werden, natürlich auch verändert werden. Und ja, der Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung untereinander. Die Teilnehmer, also es gibt Inputs, es gibt Materialien und die Teilnehmer recherchieren, reflektieren, kommentieren und diskutieren und dadurch entsteht quasi der Kurs. Und dadurch entscheidet sich auch, in welche Richtung sich bestimmte Diskussionen oder auch Themenschwerpunkte entwickeln. Hier unten sehen Sie noch einige Beispiele deutschsprachiger C-MOOCs aufgeführt. Der OBKO 11 war der erste deutschsprachige C-MOOC. Es gab auch noch einen OBKO 12, hatten beide ungefähr 1500 Teilnehmende. Der MOOC-Maker-Kurs fand Anfang dieses Jahres statt. Also sozusagen ein Meta-MOOC. Ja, ich stelle jetzt nicht alle einzeln vor. Ach so, vielleicht noch im MOOC-Maker-Kurs ist auch ein MOOC-Maker-Wiki entstanden. Da finden Sie auch, also das ist auch eine sehr spannende Ressource, wenn man sich weiter mit MOOCs befassen möchte. Ja, C-MOOCs sind, wie ich eben schon sagte, dem Konnektivismus, den Ideen des Konnektivismus verpflichtet. Das ist ein Ansatz von George Siemens, den er 2005 publiziert hat. Seine Grundannahme war, dass in einer digital vernetzten Welt neue Rahmenbedingungen für Wissen und Lernen geschaffen sind. Also wir haben es mit einem exponentiellen Informationswachstum zu tun. Die Halbwertszeit von Informationen ist sehr kurz. Daraus ergibt sich automatisch die Notwendigkeit lebenslangen Lernens und auch die Notwendigkeit, schnell auf Probleme reagieren zu können, wenn sie auftauchen. Und ja, Strategien zu entwickeln, ja, sich ausreichend zu vernetzen, um schnell handlungsfähig zu bleiben angesichts dieser veränderten Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu früher in Anführungszeichen, das Know-what, also das, was gewusst wird und auch das Know-how, also das, wie etwas getan wird, teilweise in den Hintergrund tritt im Vergleich zum Know-where, was zunehmend wichtig wird. Also es ist wichtig zu wissen, wo ich mich mit wem vernetzen muss, um welche Informationen zu finden. Und das kann geschehen durch den Aufbau und die Pflege persönlicher Lern- und Wissensnetzwerke oder Lernumgebungen. Ja, Dave Cormier war einer der Teilnehmer des ersten
des ersten MOOCs, den hat George Siemens, den ich eben schon als im Zusammenhang mit dem Konnektivismus erwähnt habe, zusammen mit Stephen Downes, zwei Kanadier, haben den 2008 zusammen durchgeführt. Das war der Kurs on Connectivism and Connective Knowledge. Und Dave Cormier, in dem Zusammenhang ist auch zum ersten Mal der Begriff MOOC geprägt worden. Dave Cormier hat hier in diesem Video, was wir uns jetzt kurz anschauen können, ja, veranschaulicht, was ein MOOC ist. The massive open online course is a response to the challenges faced by organizations and distributed disciplines in a time of information overload. It used to be that when you wanted to know about something, you could do a few things. You could ask someone, you could buy a book, you could try to figure it out for yourself, or you could call a school. If that school offered the course and the thing you were trying to figure out, you could go there and take it. You could get access to information about a topic. An instructor had combed through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world. A MOOC is a course, it's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that, it's a course. It has facilitators and course materials, it has a start and an end date, it has participants. But a MOOC is not a school. It's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. The course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitator oh. Ich befürchte fast, ich habe ein halbes Video runtergeladen. War jetzt okay. Kurz gesprochen. Ich dachte, es wäre länger. Okay. Doch, ne? Dann lädt Anja im Hintergrund. Oder? Soll Gucken ich? Wir das gleich noch fertig an? Ja, vielleicht zum Schluss. Machen wir so, machen wir es zum Schluss. Machen wir. Also Fortsetzung folgt. Bleiben Sie am Ball. 2 Minuten 14. Ja, wir gehen in der Zwischenzeit zurück und ja, auch nur mit dem halben Video hoffe ich, dass Sie inzwischen schon Fragen haben. Gibt es Fragen? Die können Sie jetzt im Chat stellen, natürlich auch später jederzeit. Oder sich melden und wir schalten sie per Audio zu. Das haben wir mit einigen vorhin schon erfolgreich getestet. Die Präsentation, ja, wir stellen sowohl die Folien online und wir zeichnen die Sitzung gerade auf. Also nach der Vorstellungsrunde haben wir begonnen mit der Aufzeichnung. Und also es wird in dem Kurs ja insgesamt noch regelmäßig Online-Expertensitzungen auch geben, Expertendiskussionen und Vorträge. Die zeichnen wir immer auf und die kann man sich also auch, wenn der Zeitpunkt nicht passt, auch später noch ansehen. Sie verpassen dann natürlich die Möglichkeit, mit den Experten sprechen zu können.
Natürlich. Also das heißt nicht, dass wir nicht erwarten, dass sie auch dabei sind oder also hoffen, dass es die Leute, die Teilnehmenden ausreichend interessiert. Das denke ich ja doch. Genau, nein, das wird nicht über YouTube bereitgestellt. Adobe Connect bietet da die Möglichkeit, die Aufzeichnung freizuschalten. Da gibt es einfach einen Link. Gut. Sofern die Anja, ich möchte noch auch kurz den Michael Winkler begrüßen, der ist auch zu uns gestoßen inzwischen, von mir unbemerkt. Der wird sie auch sehr tatkräftig unterstützen, vor allem bei technischen Problemen. Der sitzt auch bei der Anja Lorenz in Chemnitz, das sind unsere Technikexperten. So, Anja, falls du da jetzt bereit bist zu, würde ich jetzt an dich übergeben. Die Anja wird uns jetzt. Werde ich tun. Ich werde jetzt nebenbei nicht die Zeit haben, das Video runterzuladen, aber das kriegen wir nachher nochmal hin. Beziehungsweise kann ich nachher einfach auch den Link nochmal posten. Genau. Worum es jetzt gehen soll, nachdem wir so ein bisschen eine theoretische Einordnung haben und was da bisher an MOOCs gelaufen ist überhaupt, geht es jetzt eigentlich um den spannenderen Teil, wie das jetzt im Zug laufen soll. Also, wie wird die Kursstruktur sein? Welche Themenblöcke werden Sie finden? Wie wird es innerhalb dieser Themenblöcke stattfinden? Und wo finden Sie was? Und was brauchen Sie für den Kurs? Was müssen Sie überhaupt tun, um vielleicht auch Credit Points zu bekommen? Es sind ja auch einige dabei, die keine Credit Points haben möchten, ne? Also die jetzt wirklich tatsächlich nur zum Spaß hier sind und um was zu lernen. Das freut mich natürlich besonders. Die können dann in der Stelle kurz sich freuen darüber, dass sie das nicht machen müssen, sondern das auch sehr gerne freiwillig tun. Bei der Auswertung der letzten Jahre sind wir übrigens dazu gekommen, dass die Leute, die keine Credit Points haben wollten, mehr gemacht haben. Also das nur als Herausforderung an Sie, gerade wenn Sie Credit Points haben wollen, zeigen Sie es den anderen. Zur Kursstruktur gibt es erstmal drei große Phasen. Ich hole mir mal einen Zeichenstift. Und zwar haben wir immer links daneben die Übersicht, wie die Webseite aufgebaut ist. Und diese Phasen finden Sie in dieser Kategorie Aufbau und Termine. Und es gibt die Vorbereitungssitzung, die Vorbereitungsphase, da befinden wir uns gerade drin mit der Präsenzsitzung, die wir jetzt online stattfinden lassen, weil das der Elternzeit von der Nina am besten entgegenkommt. Und nächste Woche, gleicher Zeit, gleicher Ort für Sie, findet der Online-Workshop statt. Das heißt, dann werden wir uns nochmal kurz mit den, was heißt kurz, in der normalen Session damit auseinandersetzen, welche Tools setzen wir ein, was müssen Sie vielleicht zur Vorbereitung machen, damit Sie da am besten den Zug verfolgen können. Dann gibt es eine Online-Phase aus 4 Kursblöcken mal 2 Wochen minus die Weihnachtszeit. Der startet am 11.11. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am 11.11. 11:11 Uhr der erste Input dazu kommt. Und schließlich findet ein Abschlussworkshop statt am 28.01. für die Dresdner wieder auch in Präsenz. Aber der wird vor allem online stattfinden. Das heißt, auch die Dresdner werden wir dann in den Rechner setzen. Dieser Online-Block in der Mitte wird in 4 Themenblöcke geteilt sein. Die haben wir teils aus dem letzten Themenblock übernommen, haben es ein bisschen umstrukturiert, haben es natürlich sehr viel besser gemacht als letztes Jahr. Auch das finden Sie in diesem Bereich. Dem ersten Themenblock geht es um Lernen und Lernen 2.0, Lerntheorien und Gestaltungsansätze, wo wir genau diese ersten Sachen nochmal im Detail uns anschauen, was ist Konnektivismus, was ist ein MOOC, was sind so überhaupt neue Lernkonzepte, die es jetzt erst mit dem Internet gibt. Vielleicht kann ich schon verraten, da wird uns die Anja Wagner aus Berlin zugeschaltet sein als Expertin, die die Plattform und Uni TV betreibt. Das ist wie so ein kleiner, also ist wie eine Handelsplattform für Weiterbildungsinhalt, aber das lassen wir uns dann von ihr erklären. Im zweiten Themenblock geht es dann um Konsumieren und Produzieren, rechtliche Rahmenbedingungen und persönliche Voraussetzungen. Also was müssen Sie beachten, wenn Sie im Web Unterricht gestalten und Unterrichtsmaterialien gestalten? Was für rechtliche Sachen hängen dann drauf?
Das sind nicht immer die interessantesten Sachen oder die einfachsten Sachen, aber ganz doll wichtige Sachen. Und auch, wie sehen Sie das persönlich? Also, wenn Sie als Lernender oder Lehrender miteinander im Internet in Kontakt treten, ist das ja nochmal eine ganz andere Ebene als im Klassenraum. Der dritte Themenblock, da geht es um offene Bildungsressourcen erstellen und weitergeben. Da wird es richtig praktisch. Da werden wir uns Werkzeuge und Hilfsmittel anschauen. Auch hier ein kleiner Spoiler, weil ich das ganz toll finde, dass sie zugesagt hat. Die Mandy Schütze vom Zoom-Wiki wird uns da als Expertin zur Verfügung stehen und uns ein bisschen erzählen, wie die Zentrale für Unterrichtsmedien, das heißt Zoom, seit, ich glaube, über 10 Jahren mittlerweile Lehrmaterialien für Lehrer im Netz sammelt. Und der vierte Themenblock, der ist ganz neu reingerutscht, haben wir mit ePortfolio, Learning Analytics und Co. Also alles, was man mit Monitoring, Betrachtung und Analyse von vernetzten Lernprozessen machen kann. Da geht es dann so ein bisschen in den Analyse, Bereich rein. Dann waren das jetzt die vier Themenblöcke selbst. Jeder von den vier Themenblöcken ist in vier, also ist nochmal einzeln unterteilt. Die haben seit gestern können Sie auf der Webseite einen Themenpunkt Programm finden. Wir befinden uns hier in der Präsenzphase. Da wird dann auch, werden dann auch die Folien bereitgestellt werden. Und zum Blockaggregator kommen wir später noch. Jeden nochmal also zum Binnenaufbau eines solchen Themenblocks wird so sein, dass jeden Montag in der ersten Woche des Themenblocks, im Themenblock geht ja über 2 Wochen, wird ein Input gegeben. Das heißt, wird ein kurzer Einleitungstext dastehen, es werden Materialien bereitgestellt, mit denen Sie sich dem Thema nähern können und Literatur. Dann werden Aktivitäten vorgestellt, was Sie machen können. Also ich bin mir fast sicher, dass im ersten Themenblock sowas kommen wird wie visualisieren Sie Ihre eigenen Tools, die Sie zum Lernen und Lehren verwenden. Im Zusammenhang dazu. Da stecken auch die Portfolioaufgaben drin, zu denen ich nachher noch was sagen würde, die für die Leute, die Credit Points und Zertifikate erwerben möchten, wichtig sind. Und es kann sein, dass es Impulsbeiträge durch Teilnehmer gibt. Gerne, gerne freiwillig. Ansonsten gibt es gerade für die Teilnehmer, die 4 Credit Points haben wollen, da auch eine Verpflichtung dazu. Jeden Freitag in der ersten Woche werden wir uns versuchen, ein Zwischenfazit, oder wir werden das machen, werden wir ein Zwischenfazit der Gastgeber formulieren, sprich, wir werden schon mal zusammenfassen, was ist denn so gelaufen, was waren vielleicht interessante Sachen, wo könnte man weiter diskutieren. Und dann am Dienstag in der zweiten Woche, wenn Sie sich schon ein bisschen eingelesen haben, wird es den Expertenvortrag geben. Den Freitag der zweiten Woche wird es Ihnen eine Zusammenfassung und Ausblick geben. Die Zeit dazwischen gestalten Sie selbst. Das heißt, Sie lesen die Materialien, setzen sich mit den Aufgaben auseinander und durch diese eigenen Beiträge, die Sie dann gestalten und die eigene Diskussion, kommt dann der Stein ins Rollen für den Kurs. Auf der Webseite, das ist ein eigener Punkt auch, steht oben FAQ, Fragen und Antworten. Da haben wir versucht, schon relativ viele Unklarheiten reinzupacken. Da gibt es auch ein Formular, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie denken, das ist allgemein und es fehlt auf der Webseite. Der Henry hat im Chat gefragt, ob die Aufgaben die gleichen sein werden wie beim SUG 13. Ich sage jein, weil es wird einige geben, die sind sicher ähnlich geartet, die werden auch werden sich werden einfach etabliert sein. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass die Visualisierung der persönlichen Lernumgebung auf alle Fälle nochmal dabei sein wird. Da können Sie dann aber Unterschiede herausarbeiten oder sich für einen der anderen Aufgaben entscheiden. Die alten Blogbeiträge zu nehmen wäre möglich. Sie haben ja keinen Credit Points bekommen. Aber ich bin mir sicher, da gibt es doch bestimmt neuen Input. Das können wir dann im Detail schauen. Oder das ist jetzt ein Appell an uns, nicht die gleichen Aufgaben zu nehmen. Gut. Welche Medien gibt es zu verfolgen? Ich werfe noch einen halben Blick auf das Eingabefenster im Chat. Die wichtigste Anlaufstelle ist unser Kursblog. Ja, den haben Sie sicherlich alle gefunden und sich schon drüber angemeldet.
Ich glaube, aus Siegen haben wir noch keine so viele offiziellen Anmeldungen, weil sie sich ja noch über das Prüfungsamt angemeldet haben oder ähnliche zentrale Stellen. Die Anmeldung auf dem Kursblock selber bringt Ihnen nochmal, wenn zentrale E-Mails verteilt werden, dann können Sie, dann erhalten Sie davon einfach einen. Das wäre also doch sehr günstig, sich da noch anzumelden. Wir haben für Twitter uns den Hashtag Sug1314 überlegt, unter dem Sie Tweets zum Sug1314 finden können. Das heißt, auch wenn Sie selber schreiben, wäre es wichtig, diesen Hashtag anzufügen, dann können wir den im Stream sehen. Ich mache gerade parallel mal ein Fenster auf, indem ich den aufrufe, damit ich es posten kann für Sie. Und das ist genau das, was mit offener Kurs gemeint ist. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen Stream öffnen, werden Sie sich die Tweets anschauen können, egal ob Sie bei Twitter angemeldet sind oder nicht. Ich hoffe zumindest, dass das jetzt funktioniert. Gut. Sie werden heute, wie Nina schon angekündigt hat, eine kleine Hausaufgabe bekommen, nämlich schon mal zu versuchen, sich einen eigenen Blog aufzusetzen. Und da wird es möglich sein, da werden es möglich sein, Ihre Beiträge zu verfassen. Für die Beiträge ist es wichtig, dass Sie ebenfalls dieses Stichwort, den Tag Zug 1314 dort integrieren, wenn Sie einen Beitrag erstellen und Ihren Blog beim Blog-Aggregator anmelden. Das klingt jetzt noch ein bisschen zu viel, ist auch erst nächste Woche dran. Bloß damit wir es nächste Woche, damit Sie es nächste Woche nicht vergessen. Wenn Sie einen Blog sich erstellt haben, müssen Sie den noch bei uns anmelden. Gut. Wer hilft? Natürlich die Tutorinnen und Tutoren. Bei technischen Fragen der Michael Winkler immer ist er schnell zur Hilfe, was so die Einrichtung von Blogs und sowas angeht. Das ist alles kein Problem. Zu inhaltlichen Fragen eher die Marlene Dubrau, die Fabienne Kinzelmann, die Lena Sauchner. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Michael, wenn du die kurz unten eintippen könntest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Da werden die, danke, da werden die E-Mails an uns alle geleitet. Es wird sich dann jemand finden, der ihnen hilft. Wenn nicht sogar viele sich treffen. Genau. Und alles, was so zu den Bewertungen angeht, zu den Credit Points und zu den E-Portfolio-Aufgaben, da ist die Andrea Lissner für Sie da. Aber wir schieben das jetzt auch weiter zu. Sie müssen. Sie ist nicht so, dass wenn Sie den falschen Ansprechpartner haben, wir Sie hin und her schicken. Gut. Was brauchen Sie für den Kurs? Es ist wichtig, dass Sie selber ein bisschen Offenheit und Neugier mitbringen. Also ich glaube, wenn Sie nur PDFs runterladen und die lesen, dann macht das nicht so viel Spaß, beziehungsweise ist es nicht toller als jeder andere Kurs. Sonst ist er sehr viel toller. Sie brauchen Zugang zu Social Media Kanälen. Das heißt in dem Fall den Kursblog, der es wäre gut, den zu verfolgen. Da ist auch ein RSS-Feed, den man abonnieren kann. Auch das wird nächste Woche erklärt. Und dann empfehlen wir, mindestens einen weiteren Kanal anzulegen. Und zwar die große Empfehlung ist, einen eigenen Blog, beispielsweise WordPress, und einen Twitter-Account. Sie können sich das bis nächste Woche auch in Ruhe noch überlegen, inwiefern Sie das wirklich machen möchten, beziehungsweise über welche der Kanäle Sie da beitragen möchten. Sie werden einen brauchen. In der FAQ-Seite ist auch nochmal beschrieben, welche Voraussetzungen dort gegeben sein müssen. Im letzten Semester haben die meisten über Blogs teilgenommen. Sie sind da auch ein bisschen frei drin, wie Sie sich da selber ausprobieren möchten. Das ist halt das Open-Konzept. Ach so, noch ein Hinweis für den Blog, wenn Sie sich da anmelden. Also bei WordPress werden die meisten ihren Blog hosten. Sie müssen nicht Ihren Klarnamen verwenden. Also das sind immer so die ersten Sachen, die da, die ersten Fragen, die gestellt werden. Muss ich denn hier, wenn ich hier offen schreibe, meinen Klarnamen verwenden? Nein, das müssen Sie nicht. Es wäre nur wichtig, dass wir dann den richtigen Namen kennen. Also dass Sie wissen, welcher Block zu welchen Studenten zugeordnet ist, wenn Sie Credit Points haben möchten. Genau, und dann müssen Sie noch ein bisschen Interesse an den Beiträgen
mitbringen, die andere Teilnehmer geschrieben haben, denn dadurch wird es dann interessant. Gut. Vielleicht bis hier erstmal Fragen, ehe wir dann mit der Bewertung weitermachen. Nina, hast du alles verstanden? Ja, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe beim letzten Mal auch immer, also an die Teilnehmer nicht, und ich habe beim letzten Mal haben wir natürlich auch immer darauf hingewiesen, wir haben die Tutoren, bitte fragen Sie uns, sprechen Sie uns an, wenn irgendwas unklar ist. Und also ich habe dann teilweise eher über mehrere Ecken mitbekommen, dass einige Teilnehmer nicht genau wussten, wie sie sich eigentlich wann wo einbringen sollen. Ich habe da damals auch schon extra noch Online-Sprechstunden angeboten, also auch sowas können wir bei Bedarf machen, dass wir uns nochmal extra hier in Adobe Connect zusammensetzen, wenn irgendwie mehrere oder auch Einzelne das Gefühl haben, irgendwie komme ich hier gar nicht mit oder klar. Ja, es würde mich freuen, wenn Sie wirklich die Möglichkeit nutzen, und diese ganzen Mitveranstalter oder auch einfach nur mich ansprechen, wenn sie Fragen haben. Also ja, wir unterstützen genau. Sie da gerne, und es ist sicherlich am Anfang auch wirklich nicht leicht, sich in diesem anderen Kursformat überhaupt zurechtzufinden und da seinen eigenen Weg durchzufinden. Genau, also es ist auch immer möglich, da eine E-Mail zu schreiben. Wir haben auch genug Tutoren-Unterstützung, dass wir das stemmen können. Die kriegen alle Geld, haben sie kein schlechtes Gewissen. Das Tippen ist doch wieder weg. Mach mal vorsichtig weiter zur Bewertung des Ganzen. Sie haben auf der Webseite vielleicht schon gesehen, auch unter dem Punkt Programm, natürlich, wenn ich weitergemacht habe, gibt es doch noch einen Einwurf. Ich schaue mal kurz noch hin. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Genau, ja, das stimmt. Wenn Sie sich einen Blog einrichten, und da gibt es diese Einstellungsmöglichkeiten zu den Kommentaren, dass Sie da wirklich darauf achten, dass andere kommentieren können. Es gibt die Einstellung, die, glaube ich, nicht ganz, ganz doof ist, zu sagen, ich muss den einmal freischalten, dann darf der bei mir immer kommentieren, sodass sie gleich ein paar Spammer auch rauskicken können. Aber dass sie sich da ein bisschen ein Auge drauf haben. Das werden wir nächste Woche nochmal mit aufgreifen, wenn wir die Blogs vorstellen, was dabei wichtig ist. Super. Danke nochmal für den Hinweis. Zur Bewertung. Haben Sie diese Tabelle unter dem Programmpunkt über den Zug und dann Credit Points, glaube ich, haben Sie diese Tabelle. Und zwar gibt es verschiedene Bewertungen, und je nachdem, welche Credit Points Sie erhalten möchten, wie viele, müssen Sie diese Leistung erbringen. Das ist eine eher unspezifische und untypische Sache für so einen offenen Online-Kurs, weil eigentlich sagt man, ja, es gibt jeder bestimmt seine Lernziele selbst und jeder muss selbst wissen, wie viel er da mitnimmt. Das stimmt soweit, aber Sie wollen ja dann trotzdem Credit Points haben, und wir können das nur bewerten, wenn wir hiervon was Sichtbares haben und wenn wir das so haben, dass wir Sie da auch abstufen können. Also es gibt ja diverse Studiengänge, wie viel Credit Points Sie bekommen und bekommen müssen. Jetzt ebenfalls eine Tabelle dazu. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Also wenn Sie jetzt 1,5 Credit Points haben möchten, das ist so ein Sitzschein, so ein Studium Generale, so Geschichten sind das. Oder eben für die Lehrenden aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen, die hier dran teilnehmen wollen, müssen Sie zwei Sachen machen, nämlich bei der Einführungs- und Abschlussworkshop teilnehmen. Da haben Sie heute schon mal die besten Voraussetzungen dafür gelegt. Und je Themenblock einen Beitrag und einen Kommentar bringen. Das heißt, Sie schreiben einen eigenen Beitrag in Ihrem Blog und Sie lesen bei den anderen Teilnehmern ein bisschen und da einen tiefergehenden Kommentar. Also nicht nur so, yeah, super, ich finde das toll, sondern wir würden uns freuen, wenn dadurch auch die Diskussionen ein wenig angeregt werden würden. Für die weiteren
Credit Points gibt es sowas wie eine Portfolioaufgabe. Das heißt, pro Themenblock werden mehrere Portfolioaufgaben formuliert werden, wo dann steht zum Beispiel, malen Sie Ihre Lernumgebung oder nehmen Sie Stellung dazu, ob Schüler mit Lehrern über Facebook sprechen dürften. Oder was haben wir denn letztes Jahr alles Tolles gemacht? Oh Gott. Wir haben viele. Ja, genau. Stellen Sie sich vor, es würden alle Kurse online stattfinden. Wäre das gut, schlecht? Was wären Vor- und Nachteile? Genau. Also solche Aufgaben gibt es dann schon zur Anregung. Davon müssten Sie für 2 und mehr Credit Points eine bearbeiten. Für 3 und mehr gibt es eine weitere Portfolioaufgabe. Das heißt, wir werden mindestens 2 oder 3, wahrscheinlich sogar mehr Aufgaben anbieten. Ja? Ich würde hier noch gern kurz ergänzen. Also hier steht jetzt Portfolioaufgabe bearbeiten. Auch hier ist es so, dass also Sie können diese Aufgaben nehmen, die wir dort vorschlagen und diese bearbeiten. Es steht Ihnen aber auch frei zu sagen, nee, ich möchte mich zu dem Aspekt mit einem anderen, zu dem Thema mit einem anderen Aspekt befassen. Ich habe folgendes Lernziel für mich definiert. Also Sie können da auch selbst, also sich wirklich sehr eigenständig durchbewegen und können trotzdem das als Portfolioaufgabe markieren und kriegen von uns dann auch zeitnah Feedback, ob das so Wichtig passt. wäre, das immer noch mal anzufragen, ne? Also, weil dann würden wir die Aufgabe auch an andere weitergeben wollen, wenn die dann in dem Umfang ist, dass wir sagen, das würde das dem entsprechen. Ja. Gut. Und angenommen, Sie wollen 4 Credit Points, das war, glaube ich, für die HCIler möglich oder für Studium Generale, die war ja relativ gut skalierbar, dann gäbe es einen Impulsbeitrag oder eine Zusammenfassung. Das heißt, Sie suchen sich einen Themenblock aus und entweder Sie schreiben eine kurze Einleitung, eine, okay, HCIler bekommen 3 Credit Points. Entschuldigung. Und entweder Sie schreiben eine kleine Einleitung, vielleicht von etwas, was Sie in der Zeitung oder in irgendeinem Blog gelesen haben und kommentieren das im Kontext von dem Themenblock. Oder Sie schreiben eine Zusammenfassung, indem Sie vielleicht andere Beiträge aufgreifen und so weiter und schreiben und kriegen damit dann ihren 4. Credit Point. Gut, das wäre es zur Bewertung. Für die Registrierung der Bewertung es ist es so, dass wir dann ein Portfolio-Formular haben, wo Sie die Sachen eintragen können. Es wird auch kleine Badges geben, damit Sie zwischendurch schon Feedback bekommen, ob wir das anerkennen für den Kurs. Das ist neu, das gab es letztes Semester noch nicht. Und das würden wir aber auf die nächste Online-Session verschieben, wie das im Detail aussieht, um das ein bisschen zu reduzieren. Fragen dazu? Was macht man mit Badges? Badges sind, also genau, was sind Badges? Badges sind kleine Abzeichen, also früher nannte man Badges, was so auf eine Uniform geklebt hat bei militärischen Würdenträgern. Und jetzt gibt es die digitalen Badges. Das sind erstmal kleine Bildchen, in denen in den Metadaten quasi drin steht, welche Leistungen erbracht wurden und die kann man sich dann irgendwie auf seinen Blog stellen oder auf seine Homepage. Oder, weiß ich nicht, ausdrucken und seiner Mutti zeigen. Und Mozilla hat da eine Infrastruktur geschaffen, um das quasi noch zu vereinheitlichen, wo man dann eben diesen Badge in eine zentrale Struktur laden kann, um die zu sammeln und wenn Mozilla dann irgendwann Marktführer der Badges ist, haben Sie halt auch einen vom Zug da drin. Wir haben kleine und große Badges, also wir haben kleine Badges, die sagen, das ist jetzt dieser eine Beitrag ist jetzt gut, sehr gut oder mega gut. Also drunter fangen wir nicht an. Und einen für den gesamten Kurs. Die
Das Ganze ist dann einerseits dazu da, um die externen Mitmacher ein bisschen zu belohnen, um zu sagen, ja, das ist toll, da gibt es ein Badge dafür. Und auch einfach aus der Erkenntnis raus, dass im letzten Semester die Studenten zwischendurch immer gefragt haben, hat denn das jetzt gereicht, was ich hier jetzt geschrieben habe, oder war das gut, war das nicht gut? Das wollen wir dann einfach nutzen, um dann ein bisschen zwischendurch schon ein Feedback zu geben, damit sie beruhigt schlafen können und sagen können, okay, jetzt kann ich noch freiwillig was machen. Ich habe jetzt ein bisschen im Chat mitgelesen. Genau, das ist jetzt ein bisschen mit Expertenwissen, weil der Henry im letzten Mal schon mitgemacht hat. Die Badges werden automatisch dann vergeben. Da muss man nicht nochmal extra sich anmelden, beziehungsweise zum Schluss wird dann eine, sicherlich eine Mail rumkommen, um zu erfragen, wer jetzt außerhalb der Studierenden da gerne noch ein Badge haben möchte. Uns hat wohl letztes Jahr Probleme mit dem Formular gegeben. Das gibt es dieses Jahr nicht. Der Micha, der macht das super. Gut. Weitere Fragen? Sie können sich auch melden, dann können wir Ihnen das Mikro geben. Ich nehme meine Meldung wieder raus. Okay. Nein? Gut, kommt noch was. Ein paar Worte zum Portfolio, natürlich. Die Andrea Lissner wird nächstes Mal noch ein bisschen mehr dazu sagen. Moment, mal kurz gucken, nicht, dass es einfach als nächstes gleich kommt. Nein. Dann lasse ich den Fragebutton nochmal. Nee, ich lasse die Übersicht offen. Ein Portfolio ist eine Sammlung von Arbeitsergebnissen, die nennen sich Artefakte. Ein Portfolio kann man in einem speziellen Portfolio-Tool erstellen. Da ist Mahara ein Beispiel, wer das schon mal gehört hat. Oder man kann es einfach als eine Sammlung irgendwo im Netz führen. Also Ihr Blog könnte ein Portfolio sein oder eben dieses Formular, was dann dadurch entsteht, zeigt dann auch Ihre Lernleistung, Ihre Lernergebnisse, Ihre Lernprodukte. Portfolios sind halt dazu da, um einen Lernprozess währenddessen zu begleiten und nicht erst am Ende irgendwie eine Prüfung zu schreiben, sondern Sie sollen quasi in dem Moment drüber nachdenken, wenn Sie sich damit befassen und dann auch was niederschreiben können. Also es hätte jetzt nichts gebracht, es hätte auch nicht zum offenen Konzept gepasst, wenn wir gesagt hätten, bitte schreiben Sie zum Schluss 20 Seiten Hausarbeit. Sondern uns ist es wichtiger, Sie schreiben einen Beitrag, posten den in Ihrem Blog und melden den uns. Das mit dem Melden ist so eine Sache, die ist letztes Jahr entstanden, weil die Studenten sicher gehen wollten, dass wir den auch sehen. Also wir hatten, also ein Blogpost, der versendet ja über den RSS-Feed Aktualisierung. Die haben wir gesehen und es hätte uns gereicht, aber von den Studierenden kam der Wunsch, doch besser sichtbar zu machen. Das ist der Beitrag, der dafür eingebracht wurde. Das heißt, das Portfolio entsteht einfach durch diese Blogposts und Beiträge und Kommentare, die Sie währenddessen erstellen. Die Andrea kann da nächste Woche auch noch was wissenschaftlich dazu sagen. Gut, ich lese mal weiter im Chat. Kann man Studienleistungen später im LSF-System anmelden? Was ist ein LSF-System? Anina, ist das dein Part? Ach ja. Das habe ich schon im Chat beantwortet. Vielleicht nochmal dann jetzt mit Ton. Also ja, falls Sie damit meinen, dass ich die Credit Points über das LSF vergebe, ja, das geht. Also wir haben im letzten Semester beides gemacht. Ich habe Scheine geschickt bekommen und unterschrieben und zurückgeschickt. Mir ist es lieber, wenn wir das über das LSF-System regeln Ja, können. also mit Wie ich aber geschrieben habe, müssen Sie trotzdem ein Portfolio anlegen. Also wir sammeln trotzdem die Leistungen auf dieselbe Art und Weise ein. Genau. Okay. Gut. Wie gesagt, wo Sie das nachher alles auch später.
Weitere Fragen? Oder habe ich jetzt irgendwo in der Mitte abgebrochen an einem Satz und sollte irgendwas nochmal erklären? Falls Sie sich unsicher sind, ja, es ist am Anfang viel. Oder es wirkt viel. Noch weiter fleißig eingegeben. Möchtest du währenddessen was erzählen, Fabienne, wie das damals für dich war? Fabienne war ja Teilnehmerin im Kurs. Gerade diese erste Phase. Ich nehme mal meine Kopfhörer ab, damit ich selber ein Gefühl dafür habe, wie laut ich spreche. Hört ihr mich gut? Okay. Ich war am Anfang auch ziemlich überfordert, weil dieses Kurskonzept, wenn man damit noch nie gearbeitet hat, wirkt es erstmal viel, aber man bekommt das alles so nach und nach mit. Und wie gesagt, bei technischen Fragen steht Michael zur Verfügung und bei inhaltlichen Fragen könnt ihr euch jederzeit an die Marleen, an die Lena oder an mich wenden. Und die Andrea Lissner beantwortet auch gerne Fragen zu dem E-Portfolio. Also das klingt alles erstmal irgendwie so groß, ist aber am Ende gar nicht so wild. Man kommt da relativ schnell rein. Ja. Dass die Andrea in Dresden gesagt hat, also quasi Twitter-Live-Schaltung rüber. Wir sollten vielleicht nochmal darauf hinweisen, wir haben quasi eine 24-Stunden-Betreuung, weil Andrea steht irgendwann gefühlt um 3 Uhr früh auf. Dafür arbeite ich bis nachts um 2. Also das wir sind relativ spät unterwegs auch. Also wundern Sie sich nicht, wenn es irgendwelche abstrusen Zeiten sind, dann ist nicht die Zeit in Ihrem Blog irgendwie falsch eingestellt. Sind da ein bisschen. Wir arbeiten da ein bisschen asynchron zueinander, zeitversetzt. Wurde noch ein Bild gepostet aus Dresden, das wollen wir uns natürlich auch reinholen. So sieht es aus, wenn Sie das in Präsenz machen würden. Müssen Sie an Tischen sitzen. Da ist das hier besser. Was gibt ein Badge? Da gibt es jetzt zwei Interpretationsmöglichkeiten von diesem Satz. Also es gibt die Frage, was gibt es für Badges? Wir haben die Badges einfach nach den 4 Credit Points sortiert. Das heißt, es gibt einen für kleinen und einen für größere und einen für 4 Punkte. Die muss ich noch malen, da weiß ich noch nicht, wie die aussehen. aber das wird dann hinterlegt in den Metadaten. Das heißt, da steht dann drin, was Sie für diesen Badge getan haben, wie der aussieht, ist dann so eine nette Beigabe. Deswegen gibt es den noch nicht, weil ich mich da gerade total anstrenge, da eine nette Gestaltung dafür zu finden. Und für jede Aufgabe, die Sie abgeben, ist eigentlich geplant, Ihnen Feedback zu geben. Ja, das war, wie gesagt, gut, sehr gut oder spitze. Alles drunter erwarten wir nicht, dass das ankommt. Gut. Nina, du kannst es auch sagen, was du gerade eingibst. Oder ist es dokumentarisch wichtiger, das ein so einzu? Nein. Doch wieder verschränkt. Okay, gut. Gehen wir zum nächsten über. Sie können ja weiterhin Fragen im Chat stellen. Was uns wichtig wäre, wir werden Ihnen zwischendurch, also am Anfang, in der Mitte und am Ende, Evaluationen schicken. Das ist ein Fragebogen, da stehen Fragen drin, vor allem so, was Sie für Vorerfahrungen haben, was Sie für Erwartungen haben und so weiter. Wie sie sich dabei fühlen, ob sie lieber einen normalen Kurs gemacht hätten und so weiter.
Diese werden an Sie per E-Mail verschickt und wir bitten Sie daran teilzunehmen, weil das ist ganz wichtig für uns. Wir machen ja auch ein bisschen Forschung zu dem Ganzen und würden gerne unsere Erfahrungen teilen. Und gerade wenn Sie unzufrieden sind, würden wir uns besonders freuen, also wir würden uns nicht besonders freuen, wenn Sie unzufrieden sind, aber wenn Sie daran teilnehmen und uns damit ein Feedback geben, damit wir wissen, was so die üblichen Fehlerquellen sind oder was wir besser machen können. Genau, es gibt eine Befragung mit der Ende. Und genau, es wird in der ersten Umfrage wird ein Code erfragt, der wird auch jedes Mal wieder erfragt, weil wir so dann die Fragen letztendlich einer Person zuordnen können. Also der Code wird etwa sowas sein wie nenne die ersten drei Buchstaben deiner Mutti und die letzten zwei Buchstaben deines Geburtsorts. Und das ist nur dazu da, damit wir erkennen, okay, das ist die gleiche Person, die geantwortet ist. Wir kennen weder ihre Mutti noch ihren Geburtsort. Da müssten wir bei der NSA anrufen, die Nummer haben wir nicht da. Von daher ist der Anonymität nicht wirklich abträglich, wenn Sie das machen. Wenn Sie dagegen Bedenken haben, lassen Sie dieses Feld, glaube ich, frei. Ich glaube, das ist kein Pflichtfeld. Aber es wäre wirklich schön, dass wir sehen könnten, okay, wie hat sich denn die Person über die Zeit entwickelt? Mir ist gerade was aufgefallen beim Sprechen, und zwar das Du und das Sie. Das ist bei uns öfter eine Diskussion. Also ich werde Sie, wenn Sie mehrere sind, siezen, weil Sie sind so viele. Man rutscht im Social Web aber ganz schnell ins Du. Und ich hoffe, das ist kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich geduzt werde. Wenn das passieren sollte, einfach nicht irritiert sein. Gut. Nina, magst du noch was zur Evaluation oder Sie sagen? Hast du Okay, alles gut super. erklärt? Gut. Genau, dann gehen wir mal zum nächsten etwas interaktiveren Teil um. Und zwar, jetzt wo wir kurz vorm Ende sind, eine kleine Kopfstandübung. Das heißt, um das Ganze ein bisschen vorzugreifen und vielleicht Bedenken, die Sie jetzt haben, entgegenzuwirken, würden wir gern wissen, ich mache mal hier drei Striche, damit wir den Unterschied sehen. Würden wir gern, halt, das ist falsch. Mist. Hat sich der Beschreibungstext geändert? Okay, dann nehmen wir das raus und würden gern wissen von Ihnen, was denn passieren müsste, damit Sie diesen Kurs ganz furchtbar finden würden und damit wir überhaupt nicht und überhaupt nicht damit klarkämen, wofür Sie Angst hätten und was für Sie vielleicht sogar zum Abbruch des Kurses führen würde. Also was wäre das, was Sie sich vorstellen können? Was Genau. sind Ihre Sorgen? Henry kann sich nichts vorstellen. Der ist Katastrophen geplant, geübt. Ich lasse es mal noch ein bisschen eingeben. Sind ja nicht alle so multitaskingfähig.
Ja, als Hauptsorge scheint sich hier die Langeweile herauszukristallisieren. Noch einige Teilnehmer, die eingeben. Gut. Genau, fangen wir doch mal oben an. Organisation chaotische Organisation. Da habe ich nicht viel Hoffnung, dass die nicht chaotisch wird. Nein. genau. Also die Langeweile ist einer der großen Bedenken. Das ist anders als in anderen Kursen, denn sie sind nicht davon abhängig, was wir tun. Also das ist ja ein Input und Sie können sich anschauen, was wir machen, Sie können anschauen, was wir vorschlagen. Wenn Sie aber feststellen, ach nee, hätte ich jetzt mal was anderes vorgestellt oder da ist jetzt überhaupt nichts Neues dabei, dann liegt es auch ein Stück weit in Ihrer Hand zu sagen, ach jetzt würde das aber gut dazu passen, das gucke ich mir stattdessen mal an. Also wenn es zum Beispiel um Tools geht und Sie stellen fest, auch Blogs und Twitter, das haben wir jetzt die ganze Zeit gehabt, das kann ich jetzt gut. Ich gucke mir mal Google Plus an oder FreeMind oder was ist jetzt XMeister oder irgendein anderes Tool. Dann steht Ihnen das komplett frei. Vielleicht finden Sie auch noch andere Leute, die da einsteigen. Es gab letztes Jahr, ich weiß gar nicht, es war nicht der Henry, es war aber jemand, der hatte einen Irk-Chat vorgeschlagen, wo ich dann versucht habe, das mit zu verfolgen. Und bin dann aber auch daran gescheitert, dass es mir nichts weiter gebracht hat. Also das sind so auch Feststellungen, die man zwischendurch trifft. Man sagt, okay, also entweder ich habe hier den falschen Client und müsste irgendwie besser benachrichtigt werden, weil ich habe immer erst 2 Stunden danach mitgekriegt, dass mir jemand geschrieben hat. Aber an sich liegt das ein Stück weit in Ihrer Hand. Wie schaut das mit der Facebook-Gruppe aus, die Henry gerade erwähnt hat? Weil wir hatten uns selber jetzt, genau das wäre auch der Punkt zu wenige Beispiele. Wir werden im Zug vor allem auf Blogs und Twitter eingehen als Grundausstattung, sage ich mal so. Wir hatten im letzten Semester sowohl die Rückmeldungen, oh, das waren viel zu viele Tools und viel zu viele Sachen, die man lesen konnte, musste, sollte, durfte, als auch dieses, oh, ich hätte mir viel mehr Beispiele gewünscht. Wo war denn jetzt mal ein Wiki? Wo war denn jetzt mal Google Plus? Zwischen diesen Extremen müssen wir versuchen zu skalieren. Und wir machen das, indem wir mit Blogs und Twitter anfangen und uns dann gern auch mit Ihnen zusammen und auf Vorschlag hocharbeiten. Das heißt, wenn Sie feststellen, oh, das ginge jetzt aber super in einer, weiß ich nicht, Google Plus Community zu bearbeiten, dann wäre das eine Möglichkeit. Zu den technischen Problemen können wir bedingt drauf eingehen. Wenn es technische Probleme auf unserer Seite sind, müssen wir die natürlich klären. Dafür haben wir einen Micha, auf den dann immer die ganze Verantwortung und die ganze Last liegt. Aber der hält das aus. Der ist einiges gewohnt. Die technischen Probleme, die es bei Ihnen gibt, können wir insofern unterstützen, wenn Sie sagen, ich finde hier eine Einstellung nicht, ich kriege den Blog nicht geöffnet, wo kann ich denn eine Seite anlegen? Da können wir Sie gerne unterstützen. Wenn Sie irgendwo im Wald- und Wiesen-WLAN sitzen, da können wir natürlich dann nichts dagegen tun. Dafür zeichnen wir aber eigentlich alle Experten-Chats auf, alle Expertenbeiträge, und Sie können sich dann anschauen, wenn Sie wieder in einem besseren Netz sind. Können dann aber halt nicht mitdiskutieren. Genau, was haben wir noch? Persönliche Daten im Netz. Ja, vielleicht noch ergänzend zur Langeweile. Also es liegt wirklich an Ihnen, wie die Anja auch schon gesagt hat. Und Sie haben grundsätzlich immer 2 Wege. A, Sie probieren selber etwas anderes zu finden und suchen sich vielleicht auch unter den anderen Teilnehmern welche, die genau dieselben Interessen oder Bedarfe haben und mit denen zusammen Sie dann irgendwie etwas, also recherchieren oder aufbauen oder ausprobieren können. Oder Sie wenden sich an uns, sagen, hier hätte ich gerne noch mehr Informationen dazu. Zu dem Aspekt finde ich nichts, das fehlt mir hier. Also das können sowohl inhaltlich wissenschaftliche Themen sein oder auch, obwohl es jetzt nichts Neues, Fetziges ist, fehlt mir hier irgendwie ein Forum. Wenn das dann, also gerade wenn sowas dann von mehreren Leuten an uns herangetragen wird, dann
kümmern wir uns auch und unterstützen auch sowas, dann die Kursinfrastruktur entsprechend zu erweitern. Hier ist noch im Chat die Frage von Vanessa W., ob beides vorhanden sein muss, Twitter und Blog, oder nur eines der beiden. Also das sind die beiden Werkzeuge, in die wir in der nächsten Einführung nochmal einführen, die wir vorstellen und wo wir auch empfehlen, das anzulegen und das zu nutzen, weil darüber viel passiert. Es ist aber, also das hat die Anja vorhin auch schon erwähnt, es ist aber auch nur eine Möglichkeit und ein Rat von unserer Seite sozusagen. Also wir sind da durchaus offen, sie müssen aber Kanäle finden und für sich entwickeln und die uns auch über das Anmeldeformular mitteilen auf der Webseite, über die sie am SUG partizipieren. Also es sei denn, sie wollen nur ein bisschen mitlesen und reinschauen. Ich beziehe mich jetzt darauf, also ich gehe davon aus, dass sie Credit Points vielleicht erwerben wollen. Genau, also es gibt da auch im FAQ-Bereich einen Beitrag darin, bei dem ich mal versucht habe zu erklären, okay, was braucht man denn? Also was wären denn so die Tools? Wir empfehlen die Blogs und Twitter. Wenn Sie sich also mit einem anfangen wollen, würde ich jetzt spontan einen Blog empfehlen, weil da dann auch die längeren Beiträge drin verfasst werden können. Natürlich, je mehr Sie ausprobieren, umso mehr nehmen Sie aus dem Kurs mit. Also können Sie sagen, Sie haben das Tool schon mal versucht. Wie schwierig würde es für einen sein, der früher selbst noch nie einen Blog geführt hat? Wir hatten eine Vielzahl der Teilnehmer aus dem letzten Semester, die noch nie einen Blog geführt haben. Und wir haben da versucht, auch mittlerweile genug Unterstützung zu finden. Im letzten Semester hatte sich sogar ein Teilnehmer gefunden, die erklärt haben, wie man sich so einen Blog einrichtet. Wir werden das auch in der nächsten Woche nochmal kurz zeigen. Aber mit dieser Hilfe sollte es möglich sein. Also man braucht da kein Rocket Science Hard Coding HTML-Kenntnisse, sondern es gibt schon einen Editor, mit dem das funktioniert. Man kann tolle Sachen machen, wenn man noch weitere Kenntnisse hat, aber für die Basics mal ein Bild einfügen, mal einen Text spielen, geht das so. Es ist sicher schon erstmal ein gewisser Aufwand, aber also wichtig ist vor allem, dass Sie sich nicht scheuen, wenn Sie also die FAQs gelesen haben, wenn Sie uns zugehört haben, wenn Sie dann trotzdem noch Fragen haben, wenn Sie es dann selber einrichten wollen, dann das genau, also es wird auch es wird auch keine Rückmeldung kommen, ja Mist, das hätten Sie doch da lesen können, das ist Quatsch. Also das werden wir nicht tun. Wir wissen, dass es sehr viele Informationen sind und die stehen uns auch dann zur Verfügung, dass wir Ihnen einfach eine URL schicken können und dann den Text schon parat haben. Ich hatte mir vorhin noch notiert, die Bedenken persönliche Daten im Netz. Das ist ein wichtiges Thema, da haben wir einen extra Themenblock auch dazu, weil wir uns damit nochmal genauer auseinandersetzen möchten. Persönliche Daten im Netz sind gerade für Studierende, Lernende und auch für Lehramtler gerade, die jetzt sagen, okay, ich habe später mal Schüler, die das lesen können. Natürlich eine sehr wichtige Frage. Die erste Antwort darauf ist, schreiben Sie nichts ins Internet, was Ihre Mutti nicht lesen darf. Also das ist immer so eine Hemmschwelle, an der man relativ gut ermessen kann, was man reinschreiben sollte und was nicht. Dennoch ist es ja möglich, sich fachlich richtig auszudrücken, beziehungsweise einen Beitrag zu verfassen, der Ihnen nicht um die Ohren geschmissen wird hinterher. Also es ist auch durchaus möglich, eine kritische Haltung einzunehmen und an sich die Sachen auch zu kritisieren. Wir hatten auch im letzten Semester durchaus Studierende, die total anti eingestellt waren, was aber fast mit die interessantesten Beispiele daraus waren. Und in der Richtung nochmal der Hinweis darauf, Sie müssen diesen Blog nicht unter einem Klarnamen führen. Sie können sich ein Pseudonym überlegen. Wir werden Sie auch dann nicht dann unter Ihrem Klarnamen ansprechen, wenn wir einen Kommentar zum Beispiel schreiben, sondern wir werden Ihnen dann unter dem Pseudonym anschreiben. Genau. Dazu noch Beiträge, Nina? Oder Fabienne, hast du Bedenken gehabt, einen eigenen Blog zu führen?
ist ziemlich selbsterklärend. Und wie gesagt, bei technischen Fragen steht Michael zur Verfügung und bei inhaltlichen auch immer eben wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit jemand groß Probleme hat. Also. Genau, wichtig ist, dass wir uns Bescheid sagen, wenn sie Probleme haben. Weil sie können es dann nicht blocken, dass sie Probleme haben. Genau. Beleidigungen von anderen Teilnehmern haben wir da drin stehen. Könnte ich mich nicht erinnern, dass das letztes Jahr vorgekommen ist. Haben wir nicht gehabt, nee. Also wir hatten durchaus kritische Diskussionen, aber von daher konnten sich irgendwie alle im Alter von Studierenden und Lehrenden auch da benehmen. Sachen, die in die Kategorie Spam fallen, sind ja dann nochmal anders. Genau, schmeißen sie einfach raus, da gibt es eine extra Funktion. Und ich glaube, man kann bei WordPress-Blogs auch einstellen, dass kein Kommentar veröffentlicht wird, bevor man den nicht einzeln freigeschaltet hat, oder? Genau, ja, man kann die dann einzeln freischalten. Wichtig wäre aber, die auch freizuschalten, die ernste Kommentare sind. Genau. Das kommentiert dann keiner bei Ihnen, das ist auch doof. Genau, und die chaotische Organisation. Also ich weiß ja, wie es hinter den Kulissen aussieht. Nach vorne wirkt das absolut total professionell, was wir hier tun. Ist es auch. Wir sind ja jetzt schon im zweiten Durchlauf. Gut. Das vielleicht als erstes Feedback dazu, was Sie an Fragen und Bedenken haben. Wie gesagt, also ich sehe den großen Vorteil darin immer, dass Sie das auch selber steuern können. Das ist auch ein bisschen das Interessante für uns als Lernende, dass wir hier nicht vorne stehen und sagen, so, da geht's. Und alles, wo eine 8,7 drunter steht, das ist das richtige Ergebnis. Genau so muss es aussehen. Sondern diese Freiheit ist für uns auch interessant. Gut, kommen wir zurück. Dann sind wir nämlich schon bei der kleinen Hausaufgabe. Werden Sie die Fragen auch selber schon ermitteln können, inwiefern das ein Problem ist oder nicht, empfehlen wir Ihnen, sich bis zum nächsten Mal einen Blog anzulegen und den ersten kleinen Beitrag zu posten. In der FAQ-Seite steht auch was dazu, wie man das tut, also wie man einen Blog einträgt, und da ist auch dieses Video nochmal verlinkt, was wir oben gepostet haben, wo das erklärt wird. Und wichtig ist nochmal dran zu denken bei diesen Blogs, das immer unter dem Hashtag oder unter dem Schlagwort Zug 1314 mit zu posten. Weiterhin empfehlen wir, sich einen Twitter-Account einzurichten, der mit und mit diesem Twitter-Account dem Account vom Zug, nämlich @Zug1314, zu folgen und auch schon mal einen kleinen ersten Tweet abzusetzen mit dem Hashtag Zug1314. Das als Empfehlung, sich da bis zum nächsten Mal auszuprobieren. Wir werden beim nächsten Mal auch genau zeigen, wie das geht, beziehungsweise wäre es eigentlich besser, Sie hätten das schon mal probiert und wir könnten auf Ihre Fragen da eingehen. Ja, also normalerweise, also jeder, der sich durch Facebook bedienen kann, kann auch so einen Blog aufmachen. Sage ich jetzt mal so. Genau. Und dann wäre es für Sie, um die Beiträge immer mitzubekommen, weil sonst heißt es immer, ja, wir müssen da täglich auf diese Seite gucken, zug1314.de, das müssen Sie nicht. Sie können den Zug1314 entweder über den RSS-Feed abonnieren, dann können Sie über einen Feedreader die Beiträge lesen, oder Sie haben auch die Möglichkeit, das ist rechts in der Spalte, ich sehe es gerade gar nicht, okay, ich sehe es nicht, ich muss es noch freischalten. Oder das ist eine Aufgabe für Micha, bitte noch die E-Mail-Abonnierung freizuschalten. Dann erhalten Sie jedes Mal, wenn Sie das, wenn da ein neuer Beitrag ist, eine E-Mail. Gut. Habe ich was vergessen? Nina? Fabienne? Irgendwas Wichtiges? Fragen.
Ich glaube, es war alles drin. Es gibt schon die ersten Tweets. Also wenn noch Fragen auftauchen oder wir noch uns noch auffällt, dass wir etwas vergessen haben, dann haben wir ja auch immer noch die nächste Online-Sitzung, um das nachzuholen. Da kommen gerade, glaube ich, noch Fragen rein. Genau, oder? Also gerade eben hat jemand mal noch dazu. Wir machen auch das Chatfenster da mal groß. Was ist das Thema des ersten Beitrags? Kam zwischendurch. Ja, man kann sich den ersten nehmen, den ersten Themenblock und schon mal schreiben, was man da erwartet. Oder man kann schreiben, dass man einen neuen Block hat. Das Thema des ersten Beitrags. Ja, also für diese Woche können Sie sich frei wählen. Also der eigentliche Online-Teil beginnt ja erst in der, also übernächste Woche, am 11.11. Und da geht es dann tatsächlich um inhaltliche Sachen. Es geht nur darum, dass Sie sich einen Blog öffnen, mal schauen, was man da so machen kann und vielleicht schon mal was Erstes posten, um diese das Gefühl, ich habe jetzt was veröffentlicht im Internet mitzubekommen. Genau. Ach doch, da gäbe es noch einen Punkt, und zwar den Blog-Aggregator. Auch das nächste Woche nochmal. Wir haben versucht, die Technik eigentlich ein bisschen rauszufinden. Es gibt einen Blog-Aggregator unter diesem Link, bei dem in diesem ersten Text, der da steht, ein Formular-Link auftaucht. Da wäre es wichtig, Ihren Blog anzumelden. Das heißt, Sie erhalten dann eine Übersicht, wo Sie eintragen, wer Sie sind und welcher Blog zu Ihnen gehört. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann alle Blogbeiträge von allen Teilnehmern zusammenlaufen, wenn die das alle brav angemeldet haben. Sie sehen da auch schon einen Beitrag, den habe ich heute früh veröffentlicht, um einfach schon mal was drinstehen zu haben. Genau. So, das eigene. Hier wird noch gefragt, ob der eigene Blog ein bestimmtes Thema haben soll. Das ist natürlich Ihr Blog, das können Sie bestimmen. Wobei natürlich diese Beiträge zum Sub dort auch ihren Platz finden sollen. Also wenn Sie jetzt einen Tischtennis-Blog planen aufzusetzen, dann sollten Sie vielleicht zwei getrennte Blogs anlegen. Aber, schreibt man denn überhaupt hier Tischtennis? Das können Sie wählen, ansonsten. Bei dem Verein. Ja, genau. Die Leute für genau, ja, also Sie können sich entweder einen eigenen Blog nur für den Zug anlegen oder halt sagen, okay, das ist jetzt mein Blog. Also ich weiß, bei Henry war es, glaube ich, so, oder war es der Schmidt-PW? Ich glaube, der Schmidt-PW war es. Der hatte sich auch extra dafür einen Blog angelegt, wollte den eigentlich hinterher wieder depublizieren. Hat ihn dann aber weiterbehalten und postet jetzt fleißig noch drunter. Ab und zu lese ich da sogar mal ein bisschen. Es sind einige, die hinterher das beibehalten haben. Ach ja, ja, wusste ich doch. Das ist eine und die gleiche Person. Das ist ja wie bei Superman und Clark Kent. So. Ja. Genau, also Sie haben auch stets den Vorteil, dass Sie unter der URL nicht 1314, sondern 13.de immer schon mal ein bisschen spicken können, was die anderen so gemacht haben. Also so, um sich Inspiration zu hören natürlich. Wir jagen jeden Beitrag durch ein Plagiat. Nein. Genau, also unser Blog-Aggregator sorgt dafür, dass wir alle Blogbeiträge einsammeln. Der Hashtag hinter Tweets sorgt dafür, dass die Beiträge alle eingesammelt werden.
Also eigentlich versuchen wir wieder alles auf unserer Webseite zusammenzuführen. Sind natürlich auch gespannt, was Sie jetzt noch anbringen an Tools, die Sie ausprobieren möchten. Genau. Gibt es schon ein bisschen Anfangslektüre? Mit den Beiträgen vom letzten Mal. Gut. Also wir ergänzen noch das E-Mail-Abonnement auf der Webseite. Ich denke, das ist doch nicht schlecht. Gibt es weitere Fragen? Wünsche? Oder gibt es noch Wünsche, was in der nächsten Sitzung auch noch erklärt werden sollte? Wunschlos glücklich. Gut. Das ist immer der schwierige Teil der Veranstaltung, das Ganze zu beenden. genau, weil in dem Moment, wenn man was sagen will, tippt doch jemand was ein. Das ist schön. Dann müssten wir uns wahrscheinlich noch eine gemeinsame Was willst du machen? Ritual Endschlussrakete entwickeln. Online, warte, muss man dann da hinfassen? So? Und dann so? Okay. Gut. Also da gibt es keine. Genau, das ist auch noch so eine Sache. Also wer das Ganze hier freiwillig mitmacht und nicht auf die Credit Points angewiesen ist, wo man immer böse Beiträge schreiben muss, ist jederzeit eingeladen, das Video. Ist jederzeit eingeladen, zu den Expertenchats und so weiter auch so dazu zu kommen. Das Video, das habe ich jetzt nicht geschafft, nebenher runterzuladen. Ich war nicht so multitasking-fähig. Ich kann es ja abspielen. Browser? Das klappt bestimmt ganz furchtbar. Ich guck mal, was ich da vorhin runtergeladen habe. Jetzt hat es das einfach nur nicht richtig hochgezogen. Unterhalt du mal bitte die Leute dabei. Also den Link zum Video, den gibt es in jedem Fall auch in der Präsentation. Wenn man bei YouTube MOOC eingibt, dann findet man eine Menge. Also das sicher auch. Und da ist er schon. Also, okay, also ich habe hier ein vollständiges Video, das kann ich einfach nochmal hochladen. So. Das Video. So, es wird hochgeladen und wir schauen, ob es klappt. Ja, 4 Minuten 26, frage ich mich, was da vorhin schiefgelaufen ist. Wir waren schon bis 2 Minuten 14. Sports, lifelong networked learning. Just an online people who care about a institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work, and everybody else gets to learn from it. The course is participatory. You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material with each other and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course
are the network connections they've built up through engaging with each other. The course is distributed, and all these blog posts and discussion posts, video responses, articles, tweets, and tags all knit together to create a networked course. They're mostly not found in one central location, but rather all over the internet in different pockets and clusters. There's no right way to do the course, no single path from the first week to the last. This allows for new ideas to develop and for different points of views to coexist. It also means that one of the side effects of a MOOC is the building of a distributed knowledge base on the net. The course is a step on the road to lifelong learning. MOOCs promote independence among learners and encourages participants to work in their own spaces and to create authentic networks that they can easily maintain after the course finishes. A MOOC can promote the kind of network creation that lifelong learning is all about. The course part is just the beginning. And how can you go about finding one of these? Well, news that a MOOC will be offered usually spreads on online networks. People who have reputations for interesting skills or innovative thinking on a topic decide to collaborate by offering an open online course covering that topic. Anyone who wants to join in can. In a MOOC, you can choose what you do, how you participate, and only you can tell, in the end, if you've been successful, just like real life. Genau. Also nochmal der Hinweis, der Kurs ist offen. Also wir meinen das durchaus ernst. Wenn Sie Kollegen haben, Freunde und so weiter, dürfen Sie es gerne weiterempfehlen, auch für einzelne Veranstaltungen. Was aber auch heißt, dass wir wirklich alles offen stellen. Wir haben vorhin angefangen mit der Aufzeichnung nach Ihrer Vorstellungsrunde. Das muss dann, glaube ich, auch nicht so unbedingt jeder sehen. Aber ansonsten werden wir auch alle Expertenchats aufzeichnen und hinterher online stellen. Genau. Gut. Ein letztes Mal die Frage, ob es Fragen gibt. Sonst liegen wir ganz gut in der Zeit. Eigentlich wollten wir Dresden noch kurz dazu schalten, aber die haben heute sich den Termin rausgesucht, an dem dort irgendwelche Wartungssachen durchgeführt werden. Genau, dann gibt es die erste Verabschiedung. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Dann sagen wir Tschüss. Moment. Tschüss. Vielen Dank, ja. Auch Ihnen vielen Dank und ja, wir freuen uns, Sie bald wieder zu sehen.